Oh Mann, wir haben gleich Mathe. Ich habe gar keine Lust auf Mathe. Vielleicht fällt es ja aus oder wir haben Vertretung und dürfen einen Film schauen. Ja, hoffentlich. Da könnt ihr lange hoffen. Ich habe Herrn Holstein schon gesehen. Och nee. So, holt mal eure Mathehefte raus. Als erstes besprechen wir die gestrige Hausaufgabe. Hast du sie gemacht? Ja, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich habe das irgendwie nicht verstanden. Anna, wenn du uns sagen willst, was du bei Aufgabe 1 raus hast, dann komm doch bitte mal nach vorne und sag es uns allen. Oh nein, nicht das auch noch. So, dann schreib uns bitte deinen Lösungsweg mal auf. Was schreibe ich denn da jetzt nur hin? Wird es heute noch klappen, Anna? Ja. Nanu, schon wieder Probealarm? Wir hatten doch erst letzte Woche einen. Juhu, kein Mathe! Moment, das ist kein Grund, sich zu freuen. Wir werden den Stoff nachholen. Und jetzt bitte alle die Klasse verlassen. Wir treffen uns am Sammelplatz. Ihr kennt das inzwischen. Bitte ruhig und zügig nach draußen gehen. Oh Mist, ich habe meine Jacke vergessen. Nein, Anna, wir lassen alles in der Klasse. Wenn es mal wirklich brennt, kommt es auf jede Sekunde an. Jetzt geh bitte einfach weiter. Oh Mann, müssen die so oft einen Probealarm machen? War doch erst letzte Woche einer. Das riecht ja aber irgendwie nach Feuer. Oh nein, ist das doch etwa kein Probealarm? Das ist kein Probealarm. In Chemie 2 brennt es. Was? Wirklich? Los, los, Kinder. Beeilung. Alle raus aus dem Gebäude. Das glaube ich jetzt nicht, dass es wirklich in unserer Schule brennt. Unsere Sachen sind oben. Mila, was, wenn alles verbrennt? Macht euch keinen Kopf. Materielle Sachen kann man ersetzen. Menschenleben nicht. Es ist viel wichtiger, dass alle das Gebäude verlassen haben und keiner drin geblieben ist. Was riecht denn hier so komisch? Das ist doch wohl kein echtes Feuer. Oh nein! Das qualmt ja. Was mache ich denn jetzt? Verstehe. Ja, wir schicken unsere Männer raus. Los, los, Männer. Einsatz! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist los? Justus fehlt. Er war auf Toilette, als der Alarm losging. Oh nein, dann ist er bestimmt noch im Gebäude. Ich muss da reingehen und ihn rausholen. Die Feuerwehr müsste jeden Moment da sein. So lange können wir nicht warten. Ich gehe da jetzt rein. Sei aber vorsichtig. Oh, hoffentlich finde ich ihn. Oh, das riecht aber hier. Justus, bist du hier? Ja, ich bin hier. Ich habe mich nicht rausgetraut, weil draußen Qualm war. Gott sei Dank geht's dir gut. Wir müssen hier raus. Nimm hier die Tücher und halte sie dir vor die Nase. Und lass uns schnell das Gebäude verlassen. Was da wohl los ist? Die Feuerwehr kommt. Sind alle Personen raus aus dem Gebäude? Nein, Herr Holstein ist noch drin und Justus. Der war noch auf Toilette und kam nicht raus. Es sind noch Personen in dem Gebäude. Schnell. Da kommen sie schon. Geht es Ihnen gut? Ich denke schon. Wir rufen noch einen Krankenwagen. Die sollen Sie und den Jungen untersuchen. Eine Rauchvergiftung kann sehr, sehr gefährlich sein. Ich bin so froh, dass euch nichts passiert ist. Wirklich? Ja, wirklich. So, huste mal kurz. Alles gut, junger Mann. Das wird schon wieder. Das ist eine ganz kleine Rauchvergiftung. Wo bleibt das Wasser? Ja, jetzt kommt's. Na, wo denn? Endlich, das wurde auch Zeit. Los, los, Wassermarsch. Das Feuer breitet sich immer mehr aus. Unsere Schule brennt. Das glaube ich einfach nicht. Ja, kaum zu glauben. Ob wir morgen wieder Unterricht haben werden? Keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Guck mal, Anna, was ist denn mit Herrn Holstein und Frau Weinberg los? Sind die etwa verliebt? Keine Ahnung. Eine Eilmeldung. In Peine brennt die St. Ursula-Schule. Die Feuerwehr bittet, die Fenster und Türen im Umkreis von 1 Kilometer geschlossen zu halten. Oh nein, das ist Annas Schule! Ich muss sofort hin.
Die Feuerwehr teilt mit, dass alle Personen rechtzeitig das Gebäude verlassen konnten und keine Person zu Schaden gekommen ist. So, hört mal zu, Kinder. Der Unterricht fällt heute aus. Ihr dürft jetzt nach Hause gehen. Haben wir denn morgen wieder Unterricht? Nein, morgen findet kein Unterricht statt. Aber ihr werdet morgen von der Schule eine Nachricht bekommen, wann der Unterricht wieder losgeht. Okay, dann gehen wir jetzt nach Hause. Anna, ich habe eine E-Mail von deiner Schule bekommen. Und? Was steht drin? Es steht hier, dass der Brand durch eine defekte Stromleitung verursacht wurde. Kein Wunder bei der alten Schule. Und dass die Schule stark beschädigt wurde und komplett neu saniert und umgebaut werden muss. Aus diesem Grund habt ihr vorzeitig Ferien. Die Zeugnisse können im Sekretariat abgeholt werden. Juhu, wir haben jetzt schon Ferien und bekommen eine neue Schule. Das muss ich sofort Mila erzählen. Ja, wir haben Ferien. Es kam eine E-Mail von der Schule. Dort stand es drin. Super, nicht? Dann können wir morgen ins Freibad gehen. Ja, okay. Bis morgen. Tschüss. Wow, ein Hindernisparcours. Wie cool. Liebe Kinder, Eltern und Großeltern, seien Sie herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Abschiedsfeier für unsere Vorschulkinder. Die Kinder haben sich sehr auf diesen Tag gefreut und nun ist er endlich da. Ich kann nicht leugnen, dass ich traurig darüber bin, ihre Kinder verabschieden zu müssen, denn sie sind mir sehr ans Herz gewachsen. Aber so ist nun mal der Lauf des Lebens. Ich hoffe sehr, dass ihr uns in den Ferien besuchen kommt. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und nun kommen wir zu unserem diesjährigen Programm. Dieses Jahr haben wir uns etwas Spannendes ausgedacht. Und zwar gibt es einen... Also das ist ein Hindernisparcours, das sieht doch jeder. Ganz genau. Aber was du noch nicht weißt, Heinrich, wer gegen wen antreten wird. Nee, das weiß ich wirklich nicht. Die Kinder treten gegen die Eltern an. Und sie müssen folgende Aufgabe erfüllen. Auf mein Zeichen hin nehmt ihr euch einen Playmice und lauft damit los. Damit kriecht ihr durch den Tunnel hier, dann über die Matten, die Leiter hoch, über den Zaun und weiter über die Bank aufs Trampolin. Und nun kommt das Heikelste. Ihr müsst über unser Schleimbad balancieren. Und um das Ganze nicht ganz so einfach zu machen, der Boden ist Lava und darf nicht berührt werden. Ja, juhu, yeah, das wird ein Spaß. Sobald der erste Spieler das Schleimbad überwunden hat, darf der nächste Mitspieler loslaufen. Und aus den gesammelten Playmice-Steinen sollt ihr einen Gegenstand bauen, den man erkennen muss. Cool, wir werden natürlich gewinnen. Na, erstmal abwarten. Freu dich nicht zu früh. Ich werde alles geben. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los, komm schon. Mach ein bisschen schneller. Mach ich doch, aber es ist dir so verdammt eng. Ja, weiter so, weiter! Schneller! Der Nächste! Juhu, wir haben schon einen Vorsprung! Meine Güte, was trödelt der denn so? Der Nächste! Ich muss Greta einholen, sie ist schon beim Schleimbad. Ich muss mich beeilen. Das ist ja wirklich so eng hier, Mann, Mann, Mann! Super, Greta! 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 Papa, gib alles! Los, Peter! Schneller! Ihr habt gut reden! Oh Mann, wackelt das! Und da muss ich jetzt rüberspringen? Ah, geschafft! Jetzt noch heil rüberkommen! Puh, der Nächste! Komm schon, Heinrich! Ah nein! Oh nein! Oh, Heinrich ist in den Schleim gefallen. Das ist unsere Chance aufzuholen. Ja, so ist das, wenn man eine große Klappe hat. Wie ist das ekelig? Los, Heinrich, beeil dich! Ja, mach ich doch. Geh doch ab, du Lump, du! Endlich! Und
Und was bauen wir? Ich habe schon eine Idee, aber wir brauchen noch mehr Steine. Ich hole noch ein paar mehr. Ist das anstrengend. Mann, die sind so schnell. Die sind ja auch noch jung. Kein Wunder. Oh, ist das wackelig. Oh nein. Mist. Los, Mann, komm hoch. Ich kann nicht mehr. Los, steh auf, sonst können die anderen nicht loslaufen. Ich kann nicht mehr. Ich bin K.O. Wir verlieren. Das tun wir doch sowieso. Ich gebe auf. Nein, gib niemals auf. Niemals. Oh. Was bauen wir hier eigentlich? Na, ein Baum. Hä? Ich dachte, wir machen ein Flugzeug. Na, von einem Flugzeug sind wir aber weit entfernt. Wieso? Hier noch ein Flügel und schon passt es. Dafür brauchen wir noch mehr Steine und wer will laufen? Also ich schaff's nicht mehr. Wir sind fertig. Na toll, die sind schon fertig. Das gibt es doch nicht. Ich würde sagen, die Kinder haben gewonnen. Und was genau soll das sein? Hm? Na, eine Hüpfburg. Das sieht man doch. Ich hab's auch gleich erkannt. Ja, ja, ist ja schon gut. Dann habt ihr halt gewonnen. Und die Gewinner bekommen natürlich Medaillen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. 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 Und der Pokal gehört natürlich auch euch. Ich würde vorschlagen, dass ihr ihn mit in die Schule nehmt und dort aufstellt. Und jetzt kann sich am Buffet gestärkt werden. Oh, das passt gut. Ich habe einen Bärenhunger. Waffeln. Möchtet ihr welche? Ja, bitte. Das dauert einen kleinen Moment. Ich hätte gerne das größte Stück Kuchen, bitte. Na, wer so tapfer in den Schleim fällt, hat auch das größte Stück verdient. Da sagen Sie was. Das war wirklich sehr eklig im Schleim. Da musste ich schon einiges ertragen. Jetzt noch einen schönen Kaffee und ich bin der glücklichste Mann der Welt. Ach, sieh mal einer an, da kommt ja der mit der großen Klappe. Hm, kann sein, aber ich hatte recht behalten. Oder wer trägt hier die Medaille? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Bitte sehr. Danke. Waffeln. Und die sind so lecker. Mensch, Peter, das war ein spannender Lauf. Oh ja, aber vor allem sehr, sehr anstrengend. Hahaha, du wirst halt auch nicht mehr jünger, mein Sohn. Das habe ich heute schmerzlich erfahren müssen. Ich hoffe, Sie alle haben sich jetzt etwas gestärkt. Wir wollen jetzt Luftballons steigen lassen. Ich würde vorschlagen, wir zählen rückwärts ab 5 und lassen die Ballons dann zusammen steigen. 5, 4, 3, 2, 1 und los! Mann, die fliegen aber schön. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Tschüss!